Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 20. Und ich hole euch jetzt schon mal ein paar Minuten vorher rein, weil mir gerade eingefallen ist, das hätten wir ja letzte Folge noch machen können, Level. So, und jetzt habe ich mal geguckt, zwecks händlermäßig, ne? Hier, besser verhandeln wäre nicht schlecht. Und der wagemutige Abenteuer. Hier, jeden Tag deinen Hals zu riskieren, hat seine Vorteile. Erhalte eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit bei Questbelohnungen und 5% mehr Dukes. Das passt gut, weil, den nehme ich, schon allein, dass wir, ne, jetzt eh gleich abgeben können. So, dann hier, das zweite wäre Plünderer, die Händler wissen, genau, halt offen, dass auf dich Verlass ist, Plünderer, erhalte 2 zusätzliche Auswahlmöglichkeiten bei Questbelohnung und 10% mehr Dukes. Und irgendwas war doch irgendwo, wer sich in der Nähe befindet, fühlt sich inspiriert, Verbindung erhalten, und ja, das brauchen wir nicht. Und wo war denn das, dass wir besseres Zeug bei denen kriegen? Ist das der wagemutige Abenteurer oder Handeln? Hier, nie den vollen Preis, du steigst, das ist ja auch nicht verkehrt, weißt du wie? Obwohl wir eigentlich auch das hier bräuchten. Und, ne, du bist jetzt ein Schmied und kannst Dinge aus Eisen und anderen Metallen fertigen. Fertige Schmieden und Gegenstände in Schmieden um 20% schneller. Wir schalten uns mal die Schmiede frei. Komm, so. Gut, jetzt hier erstmal die Quest abgeben. Die Schmiede haben wir jetzt. Das ist gut. Moin, grüß dich. Yeah. Alter, ich krieg eine Meise. Jetzt haben wir hier, guck hier. Was haben wir? Adrenalinheilung. Im Kampf wird die Gesundheit bei jedem Schlag um einen Gesundheitspunkt wiederhergestellt. Auch geil. Die Kunst des Bergbaus. Von diesem 200 alten Kaffeerezept lernst du Kumpel... Was? Kumpel Maler... Melasse zu kochen. Einen extrem starken und langwirkenden Kaffee, der dich wärmer als der Arsch eines Brunnengräbers halten wird. Du kannst Melasse fertigen, einen extrem starken Kaffee. Ah, das ist der bessere Kaffee, ne? Ach, da würde ich doch lieber den hier nehmen, der uns handelt, weißt du wie? Kühlmaschenmotten, ja, jetzt nicht unbedingt. So, dann nehmen wir den Kneipenschläger. Sehr schön. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Jetzt wollen wir erstmal verkaufen, das ist wichtig. Geld haben wir dabei, was wir hatten bis jetzt. Ne? So, naja, wir kriegen hier natürlich, was kriegen wir hier? 200, sehr schön. So, jetzt haben wir 1000. Ich weiß nicht, was die jetzt hier noch so hatte, ne? Den Schlagmann hatten wir, High Noon ist jetzt nicht so, Nachtbirscher muss jetzt auch nicht sein. Ansonsten den Blasebike wollten wir eigentlich noch, wäre ja nicht verkehrt. Rezept Juka, ja, das wäre auch nicht schlecht. So, modsmäßig ist jetzt hier auch nicht so prickelnd. Heilung. Vitamine sind nicht verkehrt eigentlich. Oh, die Chemiestation 15.000. Die hat die Chemiestation 15.000. Nee. Ach Mann, weißt du, Mädchen. Wir gucken einfach mal durch. Mess, die hat sogar den Messbecher schon. Ey, wie krass. Ey, ohne Witz. Jetzt hat die schon den Messbecher. Was wollte ich denn kaufen? Ah, ich wollte nachgucken nach Eisen. Warte mal. Eisen? Hat sie hier nichts? Was hier? Eisen? Einsen. Einsen. Nee, hat sie auch nicht. Schade. Okay, kein geschmiedetes Eisen. Gut, dann lassen wir das. Hast du irgendwelche Aufträge? Hier. Abholen. 183 Meter. 121 für beseitige Zombies. Haus Old Victorian. Kommt die Nehmer. So, sehr schön. Da geht's ja gleich hin. Wir lernen erstmal unseren Adrenalinheilung. Sehr schön. Finde ich gut, dass wir jetzt diese Heilung haben. So, wie sieht's denn aus? Echt, essenstechnisch geht. Okay, da können wir eigentlich gleich weiter zur Quest laufen. Würde ich sagen. Wir verlieren weiterhin keine Zeit. Ist das jetzt dieses Bungalow-Ding hier, wo ich eigentlich gestern schon rein wollte? Oder halt in der letzten Folge? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Wir müssen noch weiter. Das da müssen wir glauben, oder? So, ne, ist doch egal. Oder dahinter. Wichtig ist, dass wir die nächste Quest haben und dass wir die gleich durchziehen. Weißt du wie? Dass wir dann doch hier und das hier. Okay, krass, wir müssen da hoch. Ja, nice, ne, dann komm. Eine schöne Eisenschippe wäre noch geil. So. Moin. Aua! Mädchen! Was machst denn du? Mir eine auf dem Dez geben oder was? So, sehr schön, wir sind drin in der Quest. So, wir müssen das Gebiet säubern.
Okay. Ja, hier Haufen Geräusche, ey. Selbst in der Wohnung. Kann ja wohl die wahr sein. So. Okay. Das haben wir. Ja. Was stehst du da so blöd, ne? Oh, Junge. Selbstgebautes Gewehr. Wieder zwei Verbände. Sehr schön. Das hat sich ja mal gelohnt. Deswegen standest du da, weil du das beschützt hast. Du Sack. So. Bücherregal und... Na, ah, kennen wir schon. Egal, wir landen trotzdem. Wir brauchen die XP am Anfang. So, weiter geht's. Da waren wir, von da sind wir gekommen. Jetzt hier rein. Moin. So. Den einen Safe hatten... Den einen Safe hatten wir noch. Dauert zu lange. Wir haben vier Stück. Komm. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ja, wie geil. Sehr nice. Okay, und? Handweg. Ohne Witz. Ohne Witz. So ein Schwachsinn. Aha. Hast du das gesehen? Ey, ist ja krass. Okay, nice. Lass mal klötzen, was hier drin ist. So. Eine Kiste. Mit. Oh, haufenweise Munition. Ja, geil. Sehr schön. Das freut mir. Oh, hast du das gesehen, wie versteckt der war? So, jetzt müssen wir runter, ne? In die Keller. In die Keller. Geht nicht. Es wirkt gerade ziemlich ruhig. Findest du auch, oder? Meine Herren, diese Anspannung immer in den Quests, das ist Wahnsinn. So. Du weißt ja nie, was hinter der nächsten Ecke auf dich lauert, weißt du wie? So. Okay, Stürchen nehmen wir mit. Schön, wieder nächstes Gebäude, was wir noch nicht gesehen haben. Ich meine jetzt am Anfang so, ne? Ganz viele Gebäude, die man so noch nicht sieht. Nachher, später, dann wird es wahrscheinlich so hinauslaufen, dass man halt immer noch mal Gebäude macht, die man dann schon mal hatte, weißt du wie? So. Ah, übrigens, die vierte Folge schon, ne? Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das glaubst du ja gar nicht. So, ich will da rein. So ist ohne Licht. Wollen wir ohne Licht machen? Ist doch eh hell. Moin. Gut, keine Ahnung. Oh, da war so ein Lernelixier. Genial. Knochennatz haufenweise. Ja, das war's dann aber schon. Gut, jetzt müssen wir runter. Jetzt machen wir Licht an. Moin. Hey. Trottel. Nee. Ja, 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 klatsch raus. So. Hier haben wir noch einen schönen Pappkarton. Da sind meistens immer gute Sachen eigentlich drin, habe ich so, ne? In die Klöten. Dün, dün, dün. So, zurück zum Händler. Wir sind schon fertig. Guck einmal an. Das heißt, müsste ja hier eigentlich der Hauptdude gleich kommen, ne? Den muss es ja hier auch geben. Sehr schön. So, Holz wieder. Sehr nice.
So, da wieder Munition. 3 Kisten haben wir hier. Die müssen wir mal aufschlagen. Shotgun haben wir hier einmal. Mal sehen, was Schönes drin ist. Shotgun. Oh, wieder diese Handwickel. Ey, diese Handwickel sind so nervig. So, Fressenskiste. Zeig mal her, dass wir ein bisschen was zum Schnattern haben. Penner-Eintopf. Geil. Nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Den sparen wir uns auch mal noch auf. Den nehmen wir dann, wenn er wirklich hungrig ist. Der Jute. So, da muss er doch, der Eisenschaufel. Was habe ich gesagt, bevor wir in das Gebäude rein sind? Wer kann sich daran erinnern? Oh, wir bräuchten unbedingt noch eine Eisenschaufel. Das würde ich übelst feiern. So, sehr nice. So, jetzt warte mal. Jetzt will ich kurz was gucken. Die Eisenschaufel. Die Armbrust nehmen wir mal weg. Die mache ich auch nicht kaputt. Dann haben wir hier. Dann nehmen wir den raus. Weil ich finde, das Jagdgewehr schon 1000 mal geiler, ehrlich. Die Fackel, weiß ich nicht. Die kann man die nicht kaputt machen? Nee, schade. Hier, Lernelixier. 20% für die Hordenacht, ne? Wenn ich mich dran erinnere, dass wir die nehmen wollen für die Hordenacht, dann wäre schon echt nice. Also nicht verkehrt, ne? So, was habe ich jetzt hier alles drin? Das hier, das hier, das hier. So, das reparierst du gleich mal. Die Axt kannst du mal reparieren. Cha-ching, cha-chung, cha-chong. Ja, gut. So, jetzt nehmen wir den noch. Und ein Messerchen. Sehr schön. Das kommt wie gerufen. Dann Wasserreinigungsmod ist nicht schlecht. Dose Lachs. Und das machen wir kaputt. Perfekt. So, Aktenschrank, noch ein Buch. Ne, ein bisschen Papier. Naja. So, den Stuhl nehmen wir auch noch mit. Das hier wird Leder. Sehr nice. So, da sind wir durch. Schön. Schöne Sache. So, ich würde sagen, die gehen wir noch ab, oder? Wollen wir noch eine machen? Ich meine, gucken wir mal, wie schnell wir hier vorankommen. Ich glaube, wir müssen hoch, ne? Raus ging's oben. Warte mal. Hier. Ja. Ein Hirsch. Ein bayerisches Tier mit A. Ein Hirsch. Entschuldigung. Ah, geil. Und mit N? Na, noch ein Hirsch. So, da müssen wir hin. So, auf. Abgeben. Und wir hatten ja gleich hier noch einen in der Gegend. Da können wir die doch auch noch gleich machen, oder? Machen wir heute wieder schön 2-1er-Quests. Ruckzuck sind wir die nämlich durch. Er pumpt mal wieder wie ein Maikäfer. So. Uff, jetzt. Erstmal in die Hütte rein. Alles weglagern. Gucken, was wir verkaufen. So, einmal das da. Einmal das da. Das rüber, das rüber. So, das verkaufen wir, das verkaufen wir, das rüber, das rüber, das darüber, den wollten wir verkaufen, das wollten wir verkaufen, das wollten wir verkaufen, das lassen wir da. Munition, die Armbrust lasse ich auf jeden Fall hier, Verbände lasse ich hier. So, Munition kommt dann natürlich hier rein. So viel haben wir gar nicht zum Verkaufen, ne? Hier, das ist Magazinvergrößerungsmod, das will ich alles nicht verkaufen. Aber da machen wir uns nachher richtig schöne Lager, ne? Wenn wir dann unsere feste Base dann haben. Da müssen wir mal gucken, was wir uns so aus dem Fuß ziehen, sage ich mal, ne? Dass wir uns da was richtig Schönes zusammenbasteln. So, hier mal die Quest ab. Machen wir vielleicht noch eine, mal gucken. Mahlzeit, grüße Sie. Here's your pay for a job. So, well done. Schrotflintenmunition 60, Kühlmaschenmod. Oder beschwerter Eisen. Eine Modelle für alle Nahkampfwaffen und Werkzeuge. Zusätzliche Chance, die Opfer zu betäuben und zu verlangsamen. Messer und Macheten haben keinen Kopf, der beschwert werden kann. Ja, wäre schon. Auch die 60 Munition hören sich auch gut an, ne? Ja, ich weiß nicht. Komm, wir nehmen die Munition. Es ist mir lieber. So, und dann hatten wir hier noch abholen. Ja, nehmen wir die hier gleich. Haus Old Bungalow. Thanks, son. I knew you wouldn't let me down. Nee. Ja, so, das wollen wir verkaufen. 20, 8, 8. Aber da Geld. Siehst du? Und schon wieder Level up. Wer hätte es gedacht? Am Tag 4 macht sie wieder auffüllen. Also bis Tag 4 bräuchten wir. Okay, so komm much. Hier. Nicht hey, umlabern. Wir machen die nächste Quest. So. Das Geld nehmen wir natürlich mit jetzt. Eigentlich Munition für das Gewehr? Nee, nicht mal Munition mit, weißt du? Hauptsache das Gewehr in der Tasche.
fühlt man sich schon ziemlich sicherer, oder? So, haben wir die Karre hier schon gelootet? Ja, da waren wir schon dran. So, da drüben ist schon der Bungalow. Hier wäre Mais. So, jetzt mal ein bisschen. Waren wir da schon drin gewesen? Nee, da ist noch eine Garage. Hinten dran. Oh, da ist ein Krankenwagen. Oh, das gelbe Haus ist auch übelst. Guck ich das an. So, naja, dann können wir das doch machen. Ich habe hier irgendwie eine. Ja, nehme ich gerne mit. Die Dinger nicht. Nicht weg. Raus vom Walde komme ich her und fresse dich sehr. Sack. Kommt der hier einfach um die Ecke, weißt du wie? So. Wir haben eine Munition. Ah, konnte ich mich doch dran erinnern, siehst du? Jetzt haben wir, jetzt haben wir Munition für unsere Waffe. So. Oh nein, ich habe so eine dumme. Okay. Gut. So. Du zählst nicht dazu. Ist ja fies. Aber das zählt dazu. Vielleicht mal sehen, was jetzt drin ist. So. Oh, und. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Ey, ohne Witz. Wir haben jetzt hier schon. Ey, Wahnsinn. Krass. Okay. Ja, komm her. Kommen Sie mal her, ja. Drin bleiben. Okay, bis zum Briefkasten kann ich. Jo, hier. Beinkleider. Findest du deine Hose nicht? Kein Problem. Wir sind für dich da. Lies dieses Buch und nähe deine eigenen Denim-Jeans. Denim-Jeans, genau. Röcke und Overalls. Cool. Sehr nice. So, jetzt ja, nicht weiter rausgehen. So, jetzt passen wir auf. Ich kann dir nämlich gleich genau sagen, was passiert. Oder? Also es gab doch. Hallo. Aha. Oh, jetzt leckt es gerade. Jetzt ist hier leckt. Ich glaube. Also wenn ich so ein extrem Leckdings habe, oder man nimmt den mal, wir müssen erst die Mutter mixen, dann kann es sein, dass eine Wanderhorde unterwegs ist. Das ist natürlich jetzt blöd. Mitten in der Quest eine Wanderhorde ist nicht gut. Wir müssen ja hier runter. Oh, das war eben echt ein extremer Leck. Warte mal, wir gucken mal hier drüber. Nee, okay, pass auf. Den nehmen wir raus. Verändern. Modlicht raus. Abschließen. Verändern. Modlicht rein. Abschließen. Reparieren. Und bitte anziehen gleich. Ja, hat er gemacht. Sehr schön. Wir gucken nochmal. Ja. So, wir haben wieder einen Skillpunkt. Ist jetzt die Frage, ob wir weiter hier in Dings gehen, ne? Stärke wäre aber auch nicht schlecht, damit wir noch mehr Schaden machen. Chefkoch. Leckere, warte mal. Leckere, herzhafte Mahlzeiten, die dich tagelang satt machen, wie bei Oma. Fertiges Steak mit Kartoffeln, Wildbretteintopf, Gemüseeintopf, Blaubeerkuchen und ein paar Kürbisgerichte. Koche 20% schneller. Ja, wäre auch nicht schlecht. Donnerbüchse ist ja mit Schrotflinten. Ja, dann haben wir den hier. Schädelbrecher ist uninteressant für uns. Jetzt haben wir nämlich Hunger und wir haben es nicht mit. Ah, komm, wir müssen Intelligenz machen, Leute. Ehrlich, ich will die Intelligenz auch hochkriegen. Okay, gut. Wir machen erstmal die Quest jetzt weiter. Lass das. Nicht genug Ausdauer, ne, toll. Ja, was stimmt denn nicht mit dir? Wieso haust du da nicht richtig hin? Mann. Jetzt hat er aber rumgezickt, du. Haben wir irgendwas zu essen? Wir müssen was essen.
Nee, essen haben wir gerade nichts mehr. Da müssen wir gucken, dass wir Glück haben, hier was finden, weißt du wie? So, jetzt sind wir hier unten. Ja, dann geht's hier weiter, wa? Oder auch nicht. Hä? Oh, was ist das für eine Brille? Beweglichkeit. Nee, du sollst sie anziehen. Tragen. So. Wir haben halt noch keine Brille, deswegen habe ich die jetzt aufgesetzt. Die Innenbrille wäre halt gut, ne? Chrysanthemen brauche ich nicht, kann ich liegen lassen. Ah ne, hier durch müssen wir jetzt noch. Hier durch, okay. Hallo? Wer zu Hause? Wir haben nur noch keine Knarre gefunden, ey. Also eine richtige 9mm Handwaffe, weißt du? Das ist halt schade. Oh ja. Irgendwann kommt die ja noch. So, Lehm und Dings. Hallo, wer da? So, was zu essen hätten wir gerne. Na toll. Wir hätten gern was zu essen. Oh, hier gucken wir mal, Kartoffelsaat. Sehr schön. So, ein bisschen Blei. Das kannst du gleich schreddern. Wo ist denn das hier? Die Stühle können wir schreddern. Sehr schön. So, Knorre. Knorre, Kaffee. Kaffee ist gut. Sehr schön. Mais. Mehl war das, glaube ich. Nee, der lebt noch. Jetzt. So. Zwei Stück. Was nur die Vorräte müssen wir holen? Die müssten euch hier auf der Etage sein. Und zwar da hinten irgendwo. Aha. So, dann haben wir die Quest doch auch schon wieder fertig. Siehst du mal. So, da können wir die nämlich auch gleich abschließen. Aber wir wollen ja noch zum Hauptblut, richtig? So, Hauptblut, sind wir da. Ah, da ist schon wieder ein Safe, ey. Scheiße. So, den Stuhl nehmen wir mit. Schreibtisch. Aber Schild, das Haus kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht, ne? In der Alpha 20. Bin ich ehrlich, was haben wir denn hier? 10% Chancen, hier kann den Knüppel dann gemacht werden. Ja, nice, hallo. Verändern. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, erstmal alles schreddern, was wir so zum Schreddern haben. So, ja, da ist auch noch der Loot. Meinst du, wir haben nochmal so ein Glück? Das wäre ja krass, ne? Nee, das merke ich schon. Das wird nichts. Ach, dann ist da auch was Gutes drin, ehrlich. Na? Gehst du bitte auf, lieber Safe? Wir würden uns alle riesig freuen. Machst du natürlich nicht, ne? Jetzt ist natürlich... Jetzt haben wir keine Dietriche mehr. Das dauert zu lange. Ey, ehrlich. Wir wollen jetzt hier nicht... Schön. Schön. Tragen. Das können wir verkaufen. Dose Chili, die kannst du jetzt essen, weil du das eh schon hast. Okay. Oh, wir haben die hier nicht, ne? Das ist extrem wenig, finde ich. 70, den können wir verkaufen. Da ist noch ein Handtäschchen. Okay. Was will mir das Spiel jetzt gerade sagen mit diesen... Mit diesen zwei Dietrichen? Wollen wir unser Glück probieren? Jo, wie geil. Entschuldigung. Ey, aber ohne Witz, oder? Das Spiel hat gesagt, nee, komm, nimm den Safe mit. Nimm ihn mit. Ja, nice. Guck mal, jetzt haben wir... Oh, 4er Messer. Sehr schön. Kostet das was? Nee, das kannst du schreddern. Hier, das kriegen wir. Und Bolzen. Haben wir für die Armbrust schon mal Bolzen. Geil. Ich will unbedingt mit der Armbrust ein bisschen rumballern diesmal. Okay, gut. Dann haben wir die doch fertig. Da haben wir auch diese Quest fertig. Warte mal, lass mal gucken. Können wir hier raus? Ah, hier gibt es kein...
keinen Schlüssel, ne? Schade, hätte ja sein können, dass man hier irgendwo einen Schlüssel hat. Weißt du, dass du hier schneller rauskommst. Aber hat's leider nicht hier. Finde ich ein bisschen schade. So. Gut, dann rennen wir. Wo ist denn jetzt? Da. Wäre ich schon wieder fast in die falsche Richtung gerannt. So. Hatten wir da nicht noch eine Garage dran? Da hinten war da noch. Da müssen wir jetzt noch reingucken, ey Leute. Ja, hier, ein bisschen Zeit haben wir noch. Lasst uns mal hier in die Garage gucken. Wahnsinn. Na Golle. Alles fit? Okay, haben wir irgendwo vielleicht eine Tür, wo wir reinkommen? Sieht nicht so aus, ne? Okay, dann müssen wir. Alter, weißt du, der will da durch den Zaun und hier könnt ihr eigentlich durch. Das ist es ja wieder. Oh je. Komm hier, ich will hier unbedingt reingucken. Hier muss es irgendwas Gutes geben. Oder hätten wir hier rein hier muss. Ne, eigentlich nicht, ne? Ich habe so eine dumme Befürchtung, warte mal. Geht's schneller. Es ist halt dadurch, dass wir so wenig Ausdauer noch haben, weißt du? Da dauert es halt noch ein bisschen länger. Egal, egal. So. Alter, Nahkampfschaden, alter Falter. Auch für die Horde. Ne, das ist nur die Kiste, okay. Ich dachte, hier ist noch einer drin. Guck hier auch. Bierchen. Gläschen. Naja. Pass and Gas kann auch mal was Gutes drin sein. Na, guck mal einer an. Rezept. Durchlesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Gelände, Fahrscheinwerfer. Dann haben wir natürlich beide. Tja, und wir können jetzt selber Öl herstellen. Wie geil ist das denn bitte? Krass. Ey, ohne Witz. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Oder ob es da irgendwelche technischen Probleme vielleicht gibt. Weißt du wie? Dass durch das letzte Update, durch die 20.2, ob da irgendwie was ist, wo das jetzt alles so ein bisschen, ja, erhöht ist, würde ich mal meinen. Was die Bücher angeht, ne? Also das ist ja echt der Wahnsinn, was wir schon an Büchern gefunden haben. Also Respekt, ne? Naja, ja. Ich freue mich jedenfalls. Eier auf Hättern, nehmen wir mit. So. Gut. Einmal frei. Oh Junge, jetzt kriege ich aber langsam auch Hunger. Das glaubst du nicht. So. Ein Tüten. Das noch rüber. Das geht weg. So, das bleibt da. Aloe Vera Hammer. Das geht weg. Das geht weg. Das geht weg. Das. Das behalten wir. Das behalten wir. Das sind Robotikteile. Die behalten wir natürlich auch. Die Munition behalten wir. Bunkerknacker mit. Da haben wir jetzt noch nicht irgendwie, ne? Heben wir uns auf. Okay, pass auf. Einmal rüber. So, das. So, die Munition nehme ich schon mal mit. Beziehungsweise die lassen wir mal da. Guck mal, hier haben wir nämlich schon schön Muni gesammelt. So, die Mod heben wir uns auch mal auf. Kunststoff sehen Mod. Fliegen Pfeile und Bolzen weiter. Ah, die könnte man zum Beispiel in die Armbrust reinpacken. Cool. Okay, dann würde ich sagen, so. Ne? So, das andere lassen wir ja alles, ist klar. Hier unten haben wir soweit auch alles. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, Freunde, machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.
Ja, genau so. Ciao, ciao.